Und der nächste Bereich, den wir uns hier anschauen werden, und dann kommt nachher in der dritten Einheit kommt noch ein ganz wichtiger Bereich. Der nächste Punkt hier ist Rebellion und Stolz. Und Vorsicht, nicht gleich wieder so, ach, das ist kein Thema, red mal über was Wichtiges. Wir kennen nicht unser Herz, wir wissen nicht, wie Gott Dinge beurteilt. Wir haben unsere Maßstäbe, aber Gott hat seine Maßstäbe und wir wollen mit seinen Augen Dinge anschauen. Und viele Dinge, die für uns normal sind, sind für Gott überhaupt nicht normal. Und viele Dinge, die wir völlig harmlos finden, tut Gott in die Kategorie Händchen halten mit dem Teufel. Ja? So, wir müssen umdenken, wir müssen aus Gottes Perspektive die Dinge sehen. Ja? Also in dieser Schriftstelle, dem Teufel keinen Raum zu geben, das nächste nach Bitterkeit, ist Zorn. Und Zorn ist eine Ausdrucksweise von einer Haltung und diese Herzenshaltung heißt Rebellion. Was ist Rebellion? Ich will es auf meine Art und Weise tun. Und niemand und nichts hat das Recht, mir da reinzureden. Ich mache es so, wie ich es will. Interessanterweise, in allen Musikgenres, die es gibt, ob das Musical ist oder Rockmusik oder irgendwas, gibt es in jedem Bereich diesen Song, I do it my way. I do it my way. Ich mach's auf meine Art und Weise. Und das wird gesungen, dazu tanzen die Leute, das finden die cool. Und sie merken gar nicht, mit was sie sich verbinden und was sie da feiern und was sie hochhalten, eine Haltung der Unabhängigkeit, der Rebellion. Rebellion ist, ich lasse mir nichts sagen. Ich lasse mir keine Ordnungen auferlegen. Ihr Lieben, das ist ein satanisches Gift, das der Teufel in alle unsere Herzen gesät hat. In alle. Wir sind Kinder des Teufels gewesen von unserer Vergangenheit her. Und es ist so verrückt und es ist so, also unaussprechlich eigentlich, ja, wie irrsinnig und wie unlogisch und unvernünftig das eigentlich ist. Ja. Ich weiß, wie es bei mir war. Ich war ja da der Rebell und in tiefem Schmutz und in Drogen und allem. Und dann ist Jesus mir begegnet. Ich war kein Christ, ich habe mehrere Begegnungen mit Jesus gehabt. Und ich wusste, dass ich wusste, er lebt, er ist Gott. Kein Mensch hat mir das erzählt. Ich wusste, Jesus lebt. Nicht eine Geschichte, eine Person der Geschichte vor 2000 Jahren, sondern er lebt, er ist real. Und er will mich. Und weißt du, was meine Reaktion war? Damals habe ich noch Tagebuch geschrieben, weiß ich wie heute, habe ich aufgeschrieben. Ich weiß, dass Gott real ist. Ich weiß, dass Jesus lebt. Und er möchte, dass ich meine Knie beuge. Er möchte, dass ich mich ihm unterordne und hingebe. Und nie im Leben werde ich meine Knie beugen. Niemals, vor niemandem. Das ist das irrsinnige Gift der Rebellion, was ja völlig irrsinnig ist. Wenn da ein guter Gott ist, der es besser meint mit mir, als ich mit mir selber, dann ist ja das Allerbeste für mich, ich gebe mich dem hin und sage, nicht mein Wille, dein Wille. Aber da ist diese Lüge, Gott ist hart, Gott ist böse, Gott ist ungerecht und wir wissen es alle besser. Und wir könnten ein besseres Leben leben unter unserer eigenen Regie als unter der Herrschaft Gottes. Das ist die Lüge, die der Teufel in jedes Herz gelegt hat. Und deswegen sind Menschen nicht fähig und auch nicht willig, über Gott nachzudenken. Ich meine, es gibt ja genügend Argumente, wo man sagen könnte, die Wahrscheinlichkeit, dass es einen Schöpfer gibt, sind doch erheblich. Die sind ja nicht von Hand zu weisen. Aber das geht eben sofort an diese Selbstbestimmung. Nein, ich will mein Ding machen. Und das ist so verrückt, das ist so krank, das ist so kaputt. Ja. Jesus sagt, wir sollen zu ihm kommen. Alle, die mühselig und beladen sind, ja, wir würden heute sagen, die kaputt sind, die mit dem Leben nicht mehr zu Rande kommen, kommt zu mir, ich will euch erquicken, beleben, erfrischen, aufbauen. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir.
denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Hier haben wir eine gewaltige Motivation, warum wir Demut und Sanftmut lernen, statt Rebellion und Stolz, um Ruhe zu finden für unsere Seele. Viele Menschen haben keine Ruhe, sind ruhelos und suchen und sind beschäftigt und aktiv. Und auch viele Christen haben keine Ruhe. Und sie werden getrieben von irgendwelchen Wünschen und Gedanken. Und Jesus will, dass wir bei ihm lernen und dass wir unsere Rebellion gegen Sanftmut eintauschen, unseren Stolz gegen Demut. Rebellion ist ein Widerstreben gegen Gottes Ordnung. Das ist Rebellion, ein Widerstreben. Im Psalm 2 sehen wir, was die Atmosphäre, die Stimmung ist. Und wenn du dir mal politische Debatten anschaust oder irgendwelche Wissenschaftler da, den Richard Dawkins oder solche Leute, die da Dinge erzählen, warum sie nicht glauben können angeblich, du siehst diese Haltung der Rebellion. Du siehst es. Und was ist der Tenor? Die Könige der Erde kommen zusammen und die Fürsten verabreden sich gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Was sagen sie? Wir wollen ihre Bande zerreißen und ihre Fesseln von uns werfen. Das ist die Idee der ganzen Gender-Geschichte. Das ist die Idee der ganzen Geschichte mit dieser sexuellen Verwirrung und all diesen Dingen. Das ist die Idee. Wir wollen nicht, dass Gott über uns herrscht. Aber Gott will sowieso herrschen. Der Tag wird kommen, König Jesus wird kommen, jedes Knie wird sich beugen und jede Zunge wird bekennen, er hat Recht zu herrschen. Und es wird die beste Zeit der Menschheit sein nach Jahrtausenden von Krieg und Hass und Mord und Totschlag. Und es wird eine Zeit der Wiederherstellung und der Blüte und des Segens und des Friedens sein, wie es das niemals auf diesem Planeten gegeben hat. Aber die Menschen sind blind. Und sie denken, sie können es selber, sie können es besser. Wir wollen ihre Bande zerreißen und ihre Fesseln von uns werfen. Und weißt du, was ich meine mit Bande, mit Fesseln? Gottes Ordnungen. Gottes Ordnung für die Ehe, Mann und Frau. Gottes Ordnung für jeden Lebensbereich. Das sind die Dinge, die sie als Fesseln begreifen. Und abstreifen wollen. Heute geht die Rebellion so weit, der Mensch will selber entscheiden, welches Geschlecht er hat. Aber wo kommt dein Geschlecht her? Gott hat dich gemacht als Mann oder als Frau. Und übrigens, um das mal ganz klar zu sagen und auch irgendwie Position zu beziehen, es gibt genau zwei biologische Geschlechter. Genau zwei. Männlich und weiblich. Das ist, wie Gott es gemacht hat. Und heute ist ein Aufschrei dagegen. Und die Leute meinen, sie hätten die Freiheit, ja, weil Gott hat einen Fehler gemacht. Ich bin im falschen Körper geboren und solche Geschichten. Gott macht keine Fehler. Aber wir lassen uns belügen und kriegen eine falsche Identität von einem Lügengeist. Und der bringt uns dazu, aufzubegehren gegen etwas, was Gott Gutes gemeint hat und Gutes gedacht hat. Das passiert. Familie ist ein Segen Gottes, eine Einrichtung, die Gott geschaffen hat, um Gutes zu tun. Und heute gibt es systematisch, nicht nur heute, schon seit Jahrzehnten, systematische Bemühungen, Familie zu zerstören und aus dem Bewusstsein der Leute auszumerzen. Ja, das sind die Bande und das sind die Fesseln, gegen die aufbegehrt wird. Ja, weil der Teufel den Menschen ein Bild gemalt hat, da, wenn es überhaupt einen Gott gibt, er ist hart, er ist ungerecht, er ist böse, er will nichts Gutes, er will uns nur irgendwie ein Joch auferlegen, aber das ist genau das, was der Teufel tut. Jesus bringt Freiheit und der Teufel bringt Knechtschaft. Und es gibt auch Rebellion im christlichen Gewande. Wenn das einfache, klare, eindeutige Wort Gottes verdreht wird ins Gegenteil, nur aus einem Grund, um nicht gehorsam Schritte gehen zu müssen. Und dann hörst du so eine Dinge wie, ja, es steht zwar hier so im Wort, aber gemeint ist genau das Gegenteil. Ja, ich weiß, die Bibel sagt, aber wie oft hört man das in seelsorgerlichen Gesprächen?
Ich weiß, was die Bibel sagt, aber ich sage, hau B und R weg und mach aus dem A ein Amen und dann ist gut. Ja? Aber dieses Widerstehen und ich weiß es besser und ich will es aber so haben, ihr Lieben, das wird niemals gesegnet sein, das wird niemals funktionieren. Ja? Da ist niemand weiser, niemand weiß es besser, niemand hat bessere Absichten für dich als Gott. Und zu denken, wir wissen, wie ein gutes Leben aussieht, ist schon die Vermessenheit, ist schon die Blindheit, ist schon einfach die Täuschung, die, der wir erlegen sind. Einige Ausdrucksformen von Rebellion. Hör mal gut zu. Einschüchterung durch Zorn, durch Schreien. Nach dem Plan Gottes gibt es in christlichen Familien kein Geschrei, sollte kein Geschrei geben. Und wie viele genervte Muttis versuchen mit Schreien ihre Kinder in die Bahnen zu bringen oder Väter. Die Bibel sagt, reizt eure Kinder nicht zum Zorn. Ich kann im Kommandoton wie ein General mit Härte ihnen sagen, was sie zu machen haben. Und alles, was ich tue, ist, ich bringe Rebellion in ihnen hervor. Das funktioniert nicht. Das ist nicht die Art, wie Gott möchte, dass wir regieren. Also Schreien, Manipulation, Schuldgefühle erzeugen, schlechte Laune. Man hat schlechte Laune und man möchte nur eins, der andere darf sich nicht freuen. Und es nervt uns, dass er sich immer noch freut. Also wir müssen noch ein bisschen mehr schlechte Laune haben, um den auch runterzuziehen. Manipulation durch schlechte Gefühle, Schmollen, Verweigerung. Hallo, das sind Ausdrucksformen von Rebellion. Und in Jesaja 63 heißt es, Vers 10, sie waren widerspenstig. Sie betrübten seinen Heiligen Geist. Gott selbst wurde ihnen zum Feind. Oder andere Übersetzer sagen, Gott kämpfte gegen sie. Kann das sein, dass wir gläubig sind und Gott auf einmal wird unser Feind und Gott kämpft gegen uns? Nach der Schrift, ja. Und überleg mal, wie viel Chance du noch hast auf Sieg, wenn Gott gegen dich ist. Gott muss auf unserer Seite sein und Gott wird auf unserer Seite sein, wenn wir auf seiner Seite sind. Und wenn wir sagen, Herr, öffne mir die Augen und hilf mir, aus all den negativen Verhaltensweisen rauszukommen, die dem Teufel Raum geben und die den Heiligen Geist betrüben und die hindern, dass der Segen Gottes in mein Leben kommt. Die Bibel macht klar, Rebellion beginnt mit Undankbarkeit. Undankbarkeit, unzufrieden sein, meckern, murren. Sich beklagen, all das sind Ausdrucksformen dieser Rebellion. Wir sehen das, wenn wir Israel anschauen in der Wüstenwanderung. Ja? Nur weil die Dinge nicht so gingen, wie sie das wollten. Ja? Aufbegehren gegen Gott und Besserwisserei. Und sie sagen, es wäre besser gewesen für uns, wir wären in Ägypten gewesen. 400 Jahre leiden sie und schreien um Erlösung. Dann kommt Erlösung. Die kommt aber nicht gleich ganz so schnell, wie Sie sich das vorgestellt haben. Da gibt es noch die Wüstenwanderung. Und sofort sagen sie, es wäre besser gewesen. Also mit anderen Worten, lass uns wieder zurückgehen. Lass uns wieder zurückgehen in die Knechtschaft. Ist das nicht irre? Ist das nicht verrückt? Ja? Sie haben nicht verstanden, was Gott wirklich wollte. Und sie konnten nicht kooperieren. Sie wollten nicht kooperieren. So, wenn Rebellion was mit Undankbarkeit und Unzufriedenheit zu tun hat, ja, dann ist der Weg zurück in Harmonie unter Gott Dankbarkeit. Ja. Und was die praktischen Dinge des Lebens angeht, wir sind eine der gesegnetsten Nationen auf diesem Planeten und sind Weltmeister in Unzufriedenheit und in Undankbarkeit. Fahr mal in die Sahelzone und guck mal an, wie die da leben. Ich war da, ich habe es gesehen.
da siehst du nicht Leute mit langen Gesichtern, die unzufrieden sind, die sich beschweren und die führen ein Leben, das ist für uns unvorstellbar, wie man so leben kann. Und das so viel Einschränkungen, mit so viel Mangel. Ja? Wir kriegen schon die Krise, wenn wir beim Aldi stehen und da sind 5 vor uns und die machen die zweite Kasse nicht auf. Da kriegen wir schon die Krise. Ja? Wir sind so verwöhnt und wir wissen nicht, wie gut wir es haben. Ja? Ich bringe mal gerne das Beispiel. Ja? Jeder von euch, vermute ich mal, vielleicht gibt es eine Ausnahme, aber normalerweise. Ja? Du gehst zu Hause, machst den Wasserhahn auf und was passiert? Da kommt Wasser raus. Boah. Wann hast du das letzte Mal gedankt dafür, dass der Wasserraum rauskommt, dass du nicht mit einem schweren 20-Liter-Kanister 5 Kilometer durch die Einöde laufen musst, um irgendwo schmutziges Wasser zu kriegen, was du dann wieder nach Hause schleppen musst? Viele, viele Kinder in vielen Erdteilen müssen das tun, jeden Tag. Und die gehen diesen Weg mit Singen. Und wir kriegen die Krise, wenn es mal ein bisschen schwierig wird, wenn ein bisschen was von uns verlangt wird. Unsere Schwester aus Afrika lächelt jetzt. Sagte, endlich mal einer, der unsere Kultur gesehen hat. Ihr Lieben, ich war ein paar Mal in Afrika, ich habe das gesehen. Wie die dort leben, unter welchen Einschränkungen. Es ist unvorstellbar. Und wir sind hier so gesegnet und wir sind solche Meckerer und Unzufriedene. Ja? Und meckern heißt immer, Gott, du hast es falsch gemacht. Wenn ich du wäre, ich hätte es besser gemacht. Das ist diese Überheblichkeit. Also zurück in die Unterordnung durch Danken. Mach mal ein Bibelstudium über Danken. Was hat Danken mit innerer Heilung zu tun? Was hat Danken mit Frieden zu tun? Danken ist so, so, so wichtig. Und die Rebellion gibt dem Feind Raum in unserem Leben. Psalm 81. Vers 14, wollte mein Volk mir gehorchen und Israel auf meinen Wegen wandeln, wie leicht könnte ich ihre Feinde demütigen. Also Gott ist nicht zu schwach. Er könnte das ganz leicht tun. Aber er tut es nicht wegen des Ungehorsams. Das ist die Message hier. Wie leicht könnte ich ihre Feinde demütigen und meine Hand gegen ihre Widersacher wenden. Aber er tut es nicht. Er wird gehindert durch Ungehorsam. Psalm 107. Das war eins der ersten Verse in der Bibel, die Gott mir gezeigt hat nach meiner Bekehrung, um zu verstehen, warum dieses ganze Elend und diese furchtbaren Dinge, durch die ich da gegangen bin und diese Plage von den Dämonen und all diese schrecklichen Dinge, die ich da erlebt habe. Psalm 107, die in Finsternis und Todesschatten saßen, gebunden in Elend und Eisen. Und ich dachte, ja, das beschreibt mein damaliges Leben. Aber jetzt kommt's. Weil sie den Geboten Gottes widerstrebt und den Rat des Höchsten verachtet hatten, sodass er ihr Herz durch Strafe beugte und sie da lagen und ihnen niemand half. Da schrien sie zum Herrn in ihrer Not und er rettete sie aus ihren Ängsten und er führte sie aus Finsternis und Todesschatten heraus und zerriss ihre Bande. Warum waren sie in dieses Elend gekommen, in Gefangenschaft, in Bedrückung? Weil sie den Geboten Gottes widerstrebt hatten. Rebellion ist Widerstreben, Widerstand. Ich will nicht. Irgendwo heißt es von Israel, die sagen immer, ich will nicht dienen. Oder eine andere Übersetzung, ich will nicht unterworfen sein. Das war genau ihr Herz. Und das ist, warum sie so viele Probleme hatten. Und Rebellion gibt es auch in der Gemeinde. Ich sehe das nicht ein. Warum soll ich das machen? Nur ganz einfach, weil Gottes Wort es sagt und weil du gesagt hast, du willst jetzt Jesus nachfolgen und du willst lernen, Gott zu gehorchen. Deswegen sollst du tun, was die Schrift sagt. Ganz einfach. Ja? Und da sind Menschen, die Gott beauftragt hat, sicherzustellen, dass du in die Ordnung Gottes kommst. Und die nennen Gott Hirten, nicht KZ-Wärter. Hirten, die dich leiten, die dich belehren, die dir die Augen auftun, wie gut das ist, wenn du in die heilsamen Ordnung Gottes kommst. Und wie viel Rebellion und Widerstreben ist da.
Und ich kann mich an Gespräche erinnern, wo es um häusliche Angelegenheiten ging und du dann solche Worte hörst: Was wir zu Hause machen, geht dich gar nichts an. Hallo? Paulus sagt, wie die Väter mit den Kindern umgehen sollen, wie die Frauen mit ihren Männern umgehen sollen, wie die Männer mit den Frauen umgehen sollen. Was soll da dieser Spruch? Das ist privat. Viele machen an der falschen Stelle eine Grenze. Es gibt tatsächlich privat. Aber privat ist nicht, was alles bei dir zu Hause passiert. Privat ist all das, wo Gott nicht gesprochen hat. Schoko oder Vanille? Du bist frei. Kariert oder gestreift? Mach, was du willst. Mallorca oder Rügen? Mach, was du willst. Aber schreien, manipulieren, lügen, fremdgehen und vieles andere, geht nicht. Wenn Gott Gott ist, dann geht das nicht. Ja? Und da gibt es Menschen, die Gott setzt, um dafür dir Hilfestellung zu geben, dass die Ordnung Gottes in deinem Haus, in deiner Familie aufgerichtet wird. Und Gott sagt, ich mache euch verantwortlich dafür, dass das in den Häusern geschieht. Das ist die Verantwortung von Leiterschaft. Das sind nicht die Zeremonienmeister, die dafür sorgen, dass der Gottesdienst störungsfrei abläuft. Das sind Aufseher deiner Seelen, sagt die Schrift. Die sind davon von Gott gesetzt, aufzupassen, dass du in die Ordnung Gottes kommst, damit es dir gut geht. Nicht um dich zu knechten, um dich einzuengen, dir dein Lebensglück zu rauben, ja? Und wenn das dann Hirten sind, die freigesetzt sind von Menschenfurcht, dann werden sie unter der Führung des Heiligen Geistes die interessanten, pikanten Fragen stellen, von denen du dachtest, sie sind privat. Privat ist all das, wo Gott nicht gesprochen hat. Und Gott hat seine Ordnung für Eltern, Kinder, Ehepaare untereinander, für Verliebte vor der Ehe. Gott hat seine Ordnungen. Und wie viele Leute rebellieren und sagen, aber der Heilige Geist hat uns was anderes gezeigt. Wenn der Heilige Geist dir etwas zeigt, was mit diesem Buch nicht übereinstimmt, kannst du eins wissen, es war nicht der Heilige Geist. Weil der nicht verwirrt ist. Weil er nicht ein Buch schreibt und sagt, hü, und später sagt er, ach nee, lieber Hott. Nein, er ist immer der Gleiche, er ändert sich nicht. Seine Ideen ändern sich nicht. Er weiß, das sind die heiligen, gesegneten Ordnungen fürs Leben. Halleluja. Und du bist gut beraten, dich zu demütigen unter die gewaltige Hand Gottes und sagen, ich möchte, dass meine Ältesten Aufseher meiner Seele werden. Die dürfen in mein Leben schauen. Die dürfen mal Fragen stellen. Und wir sind bereit, reinsprechen zu lassen in unsere Situation. Wie viele Ehepaare haben Krieg, weil sie die Ordnung Gottes nicht beachten? Weil es immer darum geht, ich habe aber Recht und ich will aber und du immer. Hallo, mit Anklage und Finger zeigen und den anderen beschuldigen, kommen wir nicht weiter. Ja, wie oft muss ich das sagen? Ich sage, pass auf, ich rede jetzt mit dir als Mann über deine Probleme. Wir reden jetzt nicht über die Probleme, die deine Frau hat. Das machen wir ein andermal oder das macht die Elke. Aber ich rede jetzt über deine Probleme. Und erzähl mir nicht immer, du machst das, weil sie immer. Nein, du machst das, weil du deine Verantwortung als Mann nicht wahrnimmst. Deswegen machst du diese Dinge. Weil du immer noch in Rebellion bist. Weil du immer noch denkst, du hast irgendwelche Rechte, etwas zu tun, jenseits des Wortes Gottes. Nein, hast du nicht. Du hast ein Recht, gehorsam zu lernen. Ist das nicht wunderbar? Aber der Rebell mag dieses Wort Gehorsam nicht. Oh, da steigt es schon in ihm auf. Da geht es schon los irgendwie. Ja? Gott ist Gott und Gott ist gut und er hat eine Ordnung gegeben. Und er möchte, dass du in seine Ordnung kommst, weil er möchte, dass du in seinen Segen kommst. Der Segen Gottes ist in den Ordnungen Gottes und nirgendwo anders. Und viele suchen den Segen irgendwo anders und das kann nicht funktionieren. Suche nicht den Segen, suche die Ordnung Gottes. Und da ist der Segen. Halleluja. Es gibt kein besseres Leben als in den Ordnungen Gottes. Schauen wir uns noch ein paar Schriftstellen an zum Thema Stolz. Ich sagte ja, Rebellion und Stolz, diese beiden Dinge, die auch sehr zusammengehen, weil eigentlich die Herzenshaltung hinter Rebellion ist Stolz.
Ich weiß es besser. Ich brauche niemanden. Ich kann es alles ganz alleine. Ja? Und Gott möchte, dass wir von Jesus lernen, dass wir Demut lernen. Und Jesus hat sich dem Vater untergeordnet und hat gesagt, Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille. Ja. Und Stolz ist ein Leben in Lüge. Und Gott ist die Wahrheit. Und er möchte, dass wir in Wahrheit sind, weil die Wahrheit frei macht. Gott widersteht den Stolzen, den Hoffärtigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Das ist 1. Petrus 5, Vers 5. Und dann heißt es als Schlussfolgerung daraus, so demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, auf dass er euch erhöhe zu seiner Zeit. Und Vers 5 heißt es, umschürzt euch aber alle gegenseitig mit Demut. Und dieses griechische Wort bedeutet, sich eine Schürze umbinden wie ein Diener. Der Stolze will nicht dienen, aber Jesus sagt, ich bin gekommen, um zu dienen, um mein Leben zu geben. Das ist unser Vorbild. Er hat nicht gefragt, ob wir es wert sind, ob wir es verdienen, sondern er hat gesagt, es ist richtig, dass ich das tue. Das ist der Wille des Vaters und deswegen tue ich das. Und Demut hat was mit Dienerschaft zu tun. Und Demut hat was mit Abhängigkeit zu tun. Der Demütige ist abhängig und wir sind abhängig von Gott. Und wir wollen mit den Segnungen, die Gott gibt, richtig umgehen. Und da ist eine Gefahr, auch im geistlichen Leben, dass man Dinge bekommt von Gott, Gaben geschenkt bekommt, übernatürliche Fähigkeiten. Und wenn die Betonung nicht auf das Wesen Christi ist, können sogar diese Segnungen und Gaben dazu führen, dass wir unseren Stolz noch nähren. Das ist schrecklich. Ja? Und wir wollen wirklich, wenn Gott uns gebraucht, wir wollen wirklich darauf aufpassen, wem geben wir die Ehre? Dass wir niemals denken, Gott gibt Gaben, Gott gibt Segnungen, Gott gibt Fähigkeiten zu dienen und das soll dann in den Augen der anderen der Beweis sein, dass wir besonders sind. Das ist eine gefährliche Lüge. Das ist eine gefährliche Lüge. Und wir kultivieren bewusst, weil wir die Gefahr des Stolzes kennen, wir kultivieren bewusst die Haltung eines Dieners. Und wir verstehen, Gott setzt uns zum Segen, nicht um den anderen zu zeigen, wie geistlich wir sind, sondern Gott setzt uns zum Segen, weil er die anderen segnen will, weil er die im Auge hat. Und Segnungen, auch gerade übernatürliche Dinge, Salbung, Zeichen und Wunder, sind niemals, und ich weiß nicht, wie lange braucht es noch, bis das Volk Gottes das endlich kapiert, sind niemals ein Beweis, dass Gott mit allem, was wir sagen und tun, einverstanden ist. Das ist nicht der Fall. Die Kirchengeschichte lehrt das nicht und die Erfahrungen der letzten 100 oder 150 Jahre zeigen das auch nicht. Und immer wieder dasselbe, immer wieder dieselben blinden Einschätzungen. Und Menschen denken, wenn irgendwo ein Dienst ist mit Zeichen und Wundern, das ist der Beweis, dass Gott mit allem, was sie tun und wie sie leben und sich geben, einverstanden ist. Das ist nicht der Fall. Ich meine, guck Korinth an. Da war Chaos in der Gemeinde, auch sexuelle Unmoral und die hatten haufenweise Geistesgaben. Und Paulus hat nicht gesagt, ja, das ist ja das Zeichen, dass ihr alle geistlich seid. Er sagt, ihr seid fleischlich. Ihr habt die grundlegenden Dinge nicht verstanden und ihr benutzt diese Dinge, um euch über andere zu stellen. Und doch immer wieder erleben wir das. Ein Gespräch habe ich mitgehört, zwei Pastoren unterhalten sich, der eine ist Feuer und Flamme über eine Bewegung, die inzwischen schon fast gar nicht mehr existiert, aber die mal sehr Furore gemacht hat in Deutschland, Wort und Geist. Und er sagt, boah, was für eine starke Sache, das ist ja großartig. Und der andere sagt, ich weiß nicht, ich habe da so meine Fragen. Ja, aber da passieren doch Wunder. Da ist dieses Argument, da passieren Wunder, also ist das der Beweis, dass das von Gott ist. Ihr Lieben, das ist ein Trugschluss.
Das ist nicht so. Ob ein Dienst von Gott ist, das siehst du an Integrität, Aufrichtigkeit, Demut, Sanftmut, an der Frucht des Geistes, am Führungsstil, an wie die Ehe ist. An diesen Dingen siehst du, ob das ein Dienst ist, der von Gott gesegnet ist und nicht an Zeichen und Wunder. Wann lernen wir das endlich mal? Und ich sehe mit gemischten Gefühlen, sag das mal ganz deutlich hier, mit gemischten Gefühlen diese neue, die uralte und Neuauflage, Betonung ist von Evangelisation mit Zeichen und Wundern. Nicht, weil ich gegen Zeichen und Wunder bin. Gott will Zeichen und Wunder tun. Aber wenn das nicht auf dem richtigen Fundament von Demut ist, ist das hochgefährlich. Ich will euch erzählen, vor ein paar Monaten war ich in einer Hausgemeinde eingeladen und sie haben mir geschrieben, ja, wir sind feurig für den Herrn und wir gehen raus und Gott wirkt und Zeichen und Wunder und ja, jetzt komm doch mal. Ich war da und habe den ganzen Abend ein komisches Gefühl gehabt, was ich nicht erklären konnte. Und am Abend, ich gehe auf mein Zimmer, da kommt der Hausvater hinterher und sagt, er will mal eine Frage stellen. Kann es der Heilige Geist sein, einer Ehefrau zu sagen, sie soll die Familie verlassen, damit sie frei ist für den Dienst? Ich gucke ihn an, ich sage, wie bitte? Ich sage natürlich nicht, aber ich habe gemerkt, das war nicht eine theologische Interessensfrage, sondern ich sage, erzähl mal, was ist hier los? Und er sagt, seine Frau, sie haben zusammen 4 süße Jungs, hat vom Heiligen Geist gehört, sie muss sich scheiden lassen, damit sie frei ist für den Dienst für das Reich Gottes, weil sie jetzt blockiert ist und nicht wirklich dienen kann, so wie sie das tun möchte. Und der Heilige Geist hätte ihr gesagt, sie soll sich scheiden lassen. Und er kannte so wenig das Wort, er kannte so wenig das Wort Gottes, dass er allen Ernstes diese Frage hatte, könnte das sein, dass das vom Heiligen Geist ist? Es war für ihn nicht klar, das ist nicht der Heilige Geist. Ja? Weil da passieren übernatürliche Dinge und seine Frau zieht dann mit dem Leiter der Gemeinde, was nicht ihr Ehemann ist, los auf die Straße und in die Städte rumum und sind aktiv und machen und tun und alles. Und um frei zu sein für den Dienst, ist sie bereit, diesen Schritt zu gehen. Und inzwischen ist sie diesen Schritt gegangen. Und inzwischen ist rausgekommen, dass sie ein ehebrecherisches Verhältnis mit dem Leiter der Gemeinde hat, mit dem sie immer auf der Straße aktiv ist. Und beglückt die Gemeinde in der WhatsApp-Gruppe. Wir sind jetzt ein Paar. Also mit anderen Worten, die Blumen könnt ihr jetzt an diese Adresse schicken. Ist das nicht Wahnsinn? Es gibt dieses Sprichwort, wen der Teufel nicht bremsen kann, den schiebt er. Ja? Und es gibt einen Übereifer, der geht über das Wort Gottes hinaus und der hat falsche Prioritäten. Und Gott ist ein übernatürlicher Gott und Gott will Zeichen und Wunder geben, aber in seiner Ordnung. Und Gott wird niemals eine Ehe opfern, damit jemand frei ist für den Dienst Gottes. Das ist nicht das Wesen Gottes. Gott hasst Scheidung. Und alle möglichen Leute werden verwirrt und denken, ja, vielleicht ist das wirklich Gott. Es ist nicht Gott. Kennt ihr die Schriftstelle, wo Jesus sagt, dass Leute kommen werden, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und Kranke geheilt, Dämonen ausgetrieben? Und was wird er sagen? Ich kenne euch gar nicht. Ich habe keine wirkliche Gemeinschaft mit euch gehabt, weil ihr das nie gesucht habt. Weil ihr Zeichen und Wunder zum Zentrum eures Dienstes gemacht habt und nicht die Furcht des Herrn, nicht Freundschaft mit Gott, nicht Gemeinschaft mit Gott. Und wenn du mal ein bisschen in der Geschichte guckst, dann weißt du, dass am Anfang der Pfingstbewegung und besonders dann in den nach dem Zweiten Weltkrieg in den 50er, Anfang der 50er Jahre, es eine mächtige Bewegung von Heilung und Zeichen und Wunder gegeben hat. Und viele, viele Dutzende und Dutzende von Evangelisten hatten Riesenzelte und zogen rum und die Zelte waren voll und da sind gewaltige Dinge passiert. Und von diesen wirklich wahrscheinlich Hunderten von Evangelisten
haben das höchstens eine Handvoll überlebt. Alle anderen sind abgestürzt in Suff, in Pädophilie, ins Gefängnis, in Ehebruch, in irgendwelche schlimmen Dinge und haben ihr Leben vorzeitig, ihr geistiges Leben vorzeitig beendet. Eine Handvoll hat überlebt. Und ich habe gehört jetzt hier von der Gemeinde, ihr studiert dieses Buch, die Salbung Gottes erhalten, und wenn du vorne im Impressum guckst, dann siehst du, wie der englische Originaltitel heißt. Surviving the Anointing. Die Salbung Gottes überleben. Sie zu bekommen ist eine Sache, aber am Ende immer noch gerade zu laufen, das ist das Entscheidende. Die Bibel sagt, ihr Ende schaut an von denen, die mit Gott gegangen sind. Nicht den Anfang. Groß anfangen ist easy. Und da sind alle klein und demütig und sagen, Gott, hilf mir bitte und ich brauche dich. Aber wenn dann die Bestätigung kommt, wenn die Segnung kommt, wenn das Geld kommt, wenn die Anerkennung kommt, dann immer noch in dieser Abhängigkeit zu bleiben und zu sagen, Herr, es ist alles nur, weil du ein großartiger Gott bist und weil du Menschen segnen und helfen und retten und heilen willst. Niemals sind übernatürliche Bestätigung Gottes ein Beweis, dass du besonders bist. Gott ist besonders. Und die Stolzfalle ist, dass wir es aufs eigene Konto buchen. Und das wird immer und immer schief gehen. Gott sagt, meine Ehre gebe ich niemandem. Warum? Weil er es nicht teilen möchte, weil er weiß, wenn wir seine Ehre nehmen, wir gehen daran zugrunde. Hochmut kommt vor dem Fall. Wenn wir uns etwas anmaßen und anstecken und uns rühmen für etwas, was Gott getan hat, das ist das der Anfang vom Ende unseres geistlichen Lebens. Es ist so, so wichtig, dass wir das verstehen und dass wir in dieser Abhängigkeit bleiben. Demut heißt, ich bin mir meiner Abhängigkeit bewusst. Und wenn Gott gesegnet hat und Gutes getan hat, dann nur aus einem Grund, weil er so wunderbar ist und weil er helfen will, weil er retten will, weil er Gutes tun will, weil er ein segnender Gott ist. Es sind niemals Beweise, dass Menschen großartig sind. Menschen sind nicht großartig. Gott ist großartig. Und es hat noch nie funktioniert, dass Menschen sich die Ehre Gottes genommen haben und das überlebt haben. Ich gehe jetzt fast 48 Jahre, nächsten paar Wochen 48 Jahre mit dem Herrn. Und ich habe in diesen 48 Jahren eine ganze Reihe von Männern und Frauen Gottes gesehen, die Gott mächtig gebraucht hat und die heute weg vom Fenster sind. Namen, die bekannt waren im ganzen Land. Manche von euch werden noch nicht mal die Namen gehört haben, weil das lange vor eurer Zeit war. Die gehörten zu den Top 20. Das waren die Heavies. Das waren die Leute, die hier die geistige Landschaft prägen. Weg vom Fenster. Weg vom Glauben. Pastoren, die heute Versicherung verkaufen, Autos verkaufen. Nicht mal mehr an Jesus glauben. Die mal ganz groß im Rennen waren und deren Name ganz hell geleuchtet hat. Das Entscheidende ist nicht, wie wir anfangen, das Entscheidende ist, wie wir aufhören. Ihr Ende schaut an. Ja? So in Hilflosigkeit, in Schwachheit anzufangen, das ist einfach. Aber wenn dann die Segnungen kommen, wenn die Bestätigung kommen, ja? Wenn die Fanclubs sich bilden, wenn der Applaus kommt, ja? Dann immer noch in der Demut zu bleiben. Das ist das, worauf es ankommt. Stolz ist das Wesen des Teufels. Das Wesen des Sündenfalls ist Stolz. Ich will mich dem Allerhöchsten gleich machen, hat er gesagt. Ich meine, das kann doch jeder Neubekehrte verstehen, dass das Geschöpf niemals sich Gott dem Schöpfer gleich machen kann. Das ist doch vollkommen logisch. Aber eine Täuschung, eine Lüge des Stolzes ist nicht logisch. Das hat mit Logik nichts zu tun. Es ist Blindheit. Es ist einfach Verrücktheit. Es ist ein Nicht-Anerkennen-Wollen von Tatsachen. Und das ist gefährlich. Und leider oft sind es gerade die Segnungen Gottes, die dazu führen, dass Menschen stürzen. Das liegt nicht an den Segnungen natürlich, ja, sondern es liegt daran, wie das verbucht wird, wie man damit umgeht. Lass uns mal ein Beispiel anschauen. 2. Chronik 26. Da ist der König Usia.
Und dort lesen wir in Kapitel 26, Abvers 15, und er machte zu Jerusalem Maschinen, ein Kunstwerk des Künstlers, dass sie auf den Türmen, auf den Zinnen sein sollten, um mit Pfeilen und großen Steinen zu schießen. Also eine neue Art von Waffe, ein Katapult, was die anderen nicht hatten. Ja. Und sein Name ging aus bis in die Ferne, denn wunderbar ward ihm geholfen, bis er stark wurde. Bis hierhin alles okay, aber jetzt pass mal auf. Und als er stark geworden war, erhob sich sein Herz. Bis er verderblich handelte. Siehst du, wo es anfängt? Im Herzen. Und wenn das wächst, 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 irgendwann kommt es raus in die Handlungen. Es beginnt im Herzen. Und darum nehmen wir das so ernst. Wir wollen unser Herz bewahren. Und das tun wir, indem wir in der Gegenwart Gottes leben und sagen, erforsche mich. Lass dein Licht leuchten. Ich habe keine Ahnung, wo ich verkehrt unterwegs bin. Ich bitte, dass du mir die Augen auftust. Ich bitte, dass du mir hilfst. Was auch einschließt, ich bitte, dass ich auf Menschen höre, die du mir in den Weg schickst, die mich warnen wollen und nicht die alle abtue und das sind alles blinde Leute, die keine Ahnung haben, die nicht geistlich sind, sondern dass ich auch das Reden Gottes durch den Bruder und durch die Schwester hören kann und ernst nehmen kann. Ja? Wenn wir uns überheben, ist das schlimm, aber Gott hat noch Plan B. Menschen um uns herum, die für uns beten. Und Menschen, die frei sind von Menschenfurcht, die sagen, du pass mal auf, ich sehe da gefährliche Tendenzen. Achte drauf, krieg das raus aus deinem Leben. Das brauchen wir, keine Fans. Wir brauchen Menschen, die wirklich uns lieb haben. Das brauchen wir, das brauchst du, jeder von uns braucht das. Was nützt es, dass andere, die noch blinder sind als du, dir applaudieren? Was hast du davon? Ja? Sondern wir wollen, dass die, die sehen können, sagen, hey, hallo, pass hier auf, da ist eine Gefahr, da sehe ich etwas, was sich da anfängt zu entwickeln und das ist nicht gut. So, als er stark geworden war, erhob sich sein Herz, bis er verderblich handelte. Erst ging es nur im Herzen und irgendwann ging es in die Handlung. Und er handelte treulos gegen den Herrn, seinen Gott, und trat in den Tempel des Herrn, um auf dem Räucheraltar zu räuchern. Guck mal hier, wir würden denken, ja, der tut doch was Frommes, der dient Gott, der bringt Rauchopfer da, also das ist doch Anbetung, das ist doch Gottesdienst pur. Ja? Aber das Problem ist, er war König und als König hatte er kein Recht, Priesterdienst zu tun. Und das hatte er in seinem Eifer komplett übersehen. Aber Gott sagt, jetzt kommt Plan B. Jetzt muss ich mal hier die Bibel aufschlagen. Was ist Plan B, wenn wir schon uns verhärten durch die Sünde und nicht mehr durch die Schrift und durch den Heiligen Geist gewarnt werden können, dann Gott hat immer noch Plan B. Und das sind Menschen um uns herum, die er gesegnet hat, denen er offene Augen gegeben hat, die er frei gemacht hat von Menschenfurcht. Und solche hatte der König auch. Pass mal auf. Abvers 17. 2. Chronik 26, Abvers 17. Aber der Priester Asaja ging ihm nach und 80 Priester des Herrn mit ihm, vortreffliche Männer. Achte darauf, dass der Heilige Geist gleich hier ein Kompliment gibt. Er sagt, das sind vortreffliche Männer. Er sagt nicht, das waren Rebellen. Vortreffliche Männer. Was haben die vortrefflichen Männer gemacht? Die traten dem König entgegen. Das ist doch Rebellion. Der König ist der König darf sagen, was er will. Da kann man doch nicht dem König entgegentreten. Ja, das ist menschliches Denken, aber Gott hat eine andere Sicht. Er hat Gewaltenteilung im Alten Testament. Da waren die Priester, da waren die Könige und da waren die Propheten. Ja? Und nicht der König konnte machen, was er wollte. Aber Priester Asaja ging ihm nach, 80 Priester des Herrn mit ihm, vortreffliche Männer, die traten dem König Usia entgegen und sprachen zu ihm, Usia, es steht dir nicht zu, dem Herrn zu räuchern, sondern den Priestern, den Söhnen Aarons, die zum Räuchern geheiligt sind. Verlass das Heiligtum, denn du hast dich versündigt und das bringt dir vor Gott keine Ehre. Achte mal drauf, am Ende, was steht da? Ein Ausrufungszeichen. Die Leute geben dem König einen Befehl. Na, das ist Rebellion, das geht ja gar nicht. Die müssen ja gehorchen, die können ihm noch nicht Befehle geben. Das ist menschliches Denken. Gott sagt, es sind vortreffliche Männer.
die sagen, du bist hier gegen das Wort Gottes. Das wird nicht funktionieren. Hör damit sofort auf. Das waren Menschen, die loyal waren zum König. So sieht christliche Loyalität aus. Ja. Und wenn wir all diese traurigen Geschichten immer haben, mit denen wir oft zu tun haben, von geistlichem Missbrauch, das sind nicht nur missbrauchende Leiter, sondern das sind viele, viele Schafe, die nicht wissen, was das Wort Gottes sagt, wie gesunde Autorität funktioniert und wie Autorität immer noch in Unterordnung unter das Wort Gottes ist. Sondern die ein falsches Bild haben von einer falschen Loyalität, die Gott nicht kennt. Und genauso gibt es Ehefrauen, die leiden, aber sie würden niemals zum Seelsorger gehen, sie würden niemals sich der Freundin anvertrauen, weil das ist ja schlecht reden gegen den Mann. Wenn sie da erzählen würden, was da wirklich zu Hause abgeht. Das ist ja schlecht reden und das dürfen sie ja nicht. Gehirn gewaschen durch eine falsche Lehre von falscher Unterordnung, falsche Loyalität. Da wurde Usia zornig, während er die Räucherpfanne in seiner Hand hielt, um zu räuchern. Also der Zorn steigt auf. Und jetzt hat er einen gewaltigen Fehler gemacht. Als er seinen Zorn gegen die Priester ausließ. Er hätte doch sagen, aha, ich spüre das, da kommt Zorn in mir. Okay, jetzt müssen wir ganz vorsichtig gehen. Ich gehe noch mal schnell innerlich durch die Konkordanz, was sagt die Bibel denn über Räuchern und den Dienst der Priester? Und dann hätte er schnell gemerkt, die Jungs haben recht, ich bin verkehrt. Aber er ließ dem Zorn freien Lauf. Und hat gesagt, mir ist egal, was die Bibel sagt, ich bin König, ich mache, was ich will, mir hat keiner Grenzen zu setzen. Jede menschliche Autorität, auch die Autorität von Pastoren und geistlichen Leitern, hat Grenzen. Die einzige grenzenlose Autorität ist Gott selbst. Hallo? Gerade vor ein paar Tagen wieder ein Gespräch gehabt, wo eine Leiterin das nicht versteht und wo sie grenzenlose Loyalität und Gehorsam fordert. Und der Gehorsam bedeutet, macht eure Augen zu über die schlimmen und falschen Dinge in meinem Leben. Das ist nicht Loyalität. Und das läuft immer noch in unserem Land ab, ihr Lieben. Dank sei Gott, nicht in dieser Gemeinde, aber wir haben mit vielen Situationen zu tun, weil die einfachen Dinge nicht verstanden werden. Was Demut ist, was Autorität ist. Und Autorität wird immer begrenzt und unter der Autorität Gottes ausgeübt. Also er ließ seinen Zorn freien Lauf und damit wird es problematisch. Als er seinen Zorn gegen die Priester ausließ, da brach der Aussatz an seiner Stirn aus, vor den Augen der Priester im Haus des Herrn beim Räucheraltar. Aussatz im Alten Testament, ein Bild für Sünde. Und was muss man mit Aussätzigen tun? Die werden abgeschoben ins Tal der Aussätzigen. Da konnte er jetzt noch König sein, König der Aussätzigen meinetwegen. Aber mit seinem Königtum war es vorbei. In einem Augenblick hat sich entschieden, Schluss, aus, vorbei, das war's. Was denkst du, was der im Tal der Aussätzigen sich gewünscht hätte? Ein bisschen Besonnenheit. Der Zorn steigt hoch, ich gehe durch meine innerliche Konkordanz und checke, ob dieser Zorn berechtigt ist. Nein, er ist nicht berechtigt, ich trete einen Schritt zurück und sage, Jungs, ihr habt recht, ich habe nicht recht, ihr habt mir mein Leben gerettet, danke, ich befördere euch alle. Das wäre doch gut gewesen. Aber er ist blind gewesen in seinem Stolz und hat in einem Augenblick alles verloren. Und ich habe Menschen getroffen, die im Dienst waren, die wegen ein bisschen Spaß im Bett mit einer fremden Frau alles verloren haben. Ihren Dienst, ihre Familie, ihre Ehe, den Respekt der Kinder, ihren guten Namen, ihre Gemeinde, alles verloren. Weil sie nicht in dieser Haltung der Abhängigkeit geblieben sind, weil sie nicht Menschen um sich herum hatten, die auf sie aufpassten, weil sie alleine alles bestimmt haben, weil sie sich an sich selber gemessen haben. Paulus sagt, die an sich selber messen, sind unverständig. Wir messen uns am Wort Gottes. Und auch am Wort Gottes, was durch den Bruder und durch die Schwester kommt, daran messen wir uns. Und nicht an unseren eigenen Ideen, wie toll wir sind. Man kann sich schnell in sich selber verlieben. Das geht ganz schnell. Und dank sei Gott für Brüder und Schwestern, die uns dann wieder auf den Boden zurückziehen. Den Boden der Tatsachen, auf dem Boden der Demut. So, das ist ein dramatisches Beispiel,
wie gefährlich dieser Stolz ist, wo wir nichts mehr hören wollen, wo wir völlig verdreht sind, wo keine objektiven Maßstäbe mehr irgendwie eine Rolle spielen, sondern wir unsere Gefühle haben. Und Paulus spricht von dem Gott, der die Herzen prüft. Und den müssen wir kennenlernen. Den Gott, der die Herzen prüft. Der nicht nachplappert, was unsere Fans sagen, sondern sagt, ich sehe das aber anders. Und schau mal hier und schau mal da. Und das sind eindeutige Symptome, dass da was schiefläuft in deinem Leben. Der Stolze hat sich entschieden, er will sich von nichts und niemand, auch nicht von Gott, bremsen lassen. Das ist die Natur des Teufels. Und deswegen öffnen wir die Tür für den Feind. Und deswegen geben wir Raum dem Teufel in unserem Leben. Und wie ich schon sagte, das kann manchmal mitten im geistlichen Kontext sein, mitten in der Gemeinde. Denk mal an Ananias und Sapphira. Boah, die waren ja total hingegeben. Ja. Aber ihr Problem war, sie wollten geistlicher angesehen werden, als sie wirklich waren. Sie haben dieses Grundstück verkauft und haben das Geld, einen Teil des Geldes behalten, was sie hätten tun dürfen. Aber sie haben getan, als wenn sie alles geben würden. Und Petrus sagt, ihr habt den Heiligen Geist belogen. Die hätten sagen, nee, den Heiligen Geist nicht, wir haben nur die Gemeinde belogen. Aber das ist, was wir nicht verstehen. Wenn wir die Gemeinde belügen, belügen wir den Heiligen Geist. Was sagt Jesus zu Saulus? Warum verfolgst du mich? Saulus hätte sagen können, mit dir habe ich gar kein Problem. Bloß diese Christen, die hasse ich und die bringe ich alle ins Gefängnis. Jesus identifiziert sich mit seinen Brüdern und Schwestern. Und der Heilige Geist in gleicher Weise identifiziert sich mit der Gemeinde. Und Petrus sagt, ihr habt den Heiligen Geist belogen. Haben die zu Hause gesessen und beschlossen, wir belügen jetzt den Heiligen Geist? Nein. Die haben nur beschlossen, wir sind nicht ehrlich und wir tun so, als hätten wir alles gegeben. Und dann denken die alle, boah, Ananias und Sapphira, ich glaube, bei der nächsten Ältestenwahl muss man die berücksichtigen. Und Gott macht ein Exempel. Und der einzige Grund, warum heute in den Gemeinden nicht Leute tot umfallen, kann sich ja fragen, ja damals war das so und heute nicht, weil wir nur eine minimale Gegenwart des Herrn haben im Vergleich zu dem, was damals in der Apostelgeschichte war. Und Gott stand vor der Entscheidung, entweder die Erweckung hört auf, Apostelgeschichte ist zu Ende in Kapitel 8, oder aber ich muss diese beiden jetzt richten und muss ein Exempel statuieren. Jesus sagt in Offenbarung, er wird Gericht üben und alle Gemeinden werden sehen, dass er der ist, der die Herzen und Nieren erforscht. Mit diesem Jesus haben wir zu tun. Möchten wir den haben? Diesen Jesus, den man nicht betrügen kann, den man nichts vormachen kann, den man keine Show irgendwie anbieten kann und er fällt noch darauf rein? Sondern diesen wahrhaftigen, unbestechlichen Richter, der durchschaut bis auf die Motive unseres Herzens, ihr Lieben, den wollen wir haben, den brauchen wir. Alles andere würde dazu führen, wir sind Opfer unseres eigenen Stolzes. Und dank sei Gott, diesen Jesus können wir haben, den wahren, das Original, nicht die domestizierte Leitversion, sondern den wahren Jesus, den man nicht in das Licht führen kann, den man nicht beeindrucken kann mit Scheinopfern, um damit etwas zu bekommen. Er ist der Unbestechliche, der Wahrhaftige. Und wenn wir diesen Jesus kennenlernen, kommt auch Frucht des Herrn und wir wissen, oh, mit dem müssen wir ganz vorsichtig sein. Nicht aus Angst, aber er ist heilig. Und er hat gesagt, ich bin heilig und ihr sollt auch heilig sein. Das ist unser Jesus. Wow, Halleluja, wunderbar. Wunderbar. Diesen Jesus wollen wir haben. Und deswegen kommen wir zu ihm und sagen, lehre uns Demut und Sanftmut, lehre uns Demut und Sanftmut. Das ist, was wir von ihm lernen sollen. In den Notizen ist noch manches andere und wie immer gibt es ein Konzept, was man sich dann anfordern kann und studieren kann. Aber ich denke irgendwie,
ist hier erstmal die Sache rund und ich habe verstanden, was das Anliegen Gottes ist. Demut und Sanftmut ist kein Spiel, ihr Lieben. Das ist das Zentrum. Ja. Das Wesen des Sündenfalls ist Stolz und das Zentrum der Erlösung ist Demut. Das ist, was Gott so schätzt und was so kostbar ist und was er haben möchte. Und alles fängt damit an, dass wir auf der Grundlage des Schriftstudiums gesunde Entscheidungen treffen und wählen, was vor ihm wohlgefällig ist. Und wir können sagen, egal wie viel wir uns bis jetzt vormachen oder vorgemacht haben, wir wollen wahrhaftig sein, wir wollen in Echtheit kommen, wir wollen in diese Beziehung mit dem Herrn kommen, wo er bis in die tiefsten Tiefen unseres Herzens wirklich Gott ist und wir nichts anderes wollen, als ihm die Ehre zu geben. Und wenn wir das wollen und wenn wir so beten und nicht nur einmal jetzt kurz beten, sondern sagen, das ist jetzt Zentrum, das ist unverzichtbarer Bestandteil meiner Zeit mit dem Herrn. Herr, gib mir ein Herz, dich zu fürchten. Gib mir ein Herz, das wirklich Gefallen hat an Demut. Gib mir ein Herz, das mit dir in allen Dingen übereinstimmt. Gib mir ein Herz, was liebt, was du liebst. Gib mir ein Herz, was hasst, was du hasst. Und dieses Gebet wird erhört werden. Nicht vom Montag auf Mittwoch. Aber du wirst sehen im Laufe der Zeit, wie dein geistiges Verständnis, wie dein Geschmack sich verändert und wie du aufgrund dieser tieferen Wahrhaftigkeit in neue Dimensionen der Nähe und der Freundschaft mit Gott kommst. Weil wie nah wir Gott sein können, hat nur etwas mit unserem Herzen zu tun, mit nichts anderem. Und wir wollen diesen Gott kennenlernen, der unser Herz prüft. Amen. Amen. Vater, danke, dass du ein heiliger Gott bist, mit dem man nicht spielen kann, der die Wahrheit liebt, der die Demut liebt, der die Treue liebt. Öffne uns die Augen für deine Werte. Gib uns Gefallen an deinen Werten. Hilf uns, dass wir nicht kurzschlüssig irgendwelchen momentanen Erfolgen hinterherlaufen und eine Laufbahn irgendwie laufen wollen, in der geistlichen Landschaft und Karriere machen wollen. Hilf, dass wir deine Demut, deine Sanftmut sehen und lernen und schätzen und begehren und das zum Zentrum machen und aufhören, irgendwelche unrealistischen Träume über uns und über wie wichtig wir sind und welchen Dienst du uns gegeben hast, den nachjagen, sondern stattdessen Demut und Sanftmut suchen. Deine Gegenwart, dein Licht, sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie uns leiten zu deinem heiligen Berg, zu deinen Wohnungen. Schenk uns Gefallen an den Dingen, die dir gefallen. Ändere unseren Geschmack und gib uns ein festes Herz, das nicht morgen wieder andere Dinge anstrebt und auf der nächsten Modewelle reitet, sondern ein Herz, das fest ist und sagt, ich will von ganzem Herzen dem Herrn gefallen. Ob das viel oder wenig ist, in Augen der Menschen ist sowas von unwichtig. Es geht um dich, Herr. Es geht um deine Ehre. Es geht um deinen Namen. So, wir bitten dich um ein neues, ein tieferes Wirken deines Heiligen Geistes. Erforsche unser Herz, prüfe uns und leite uns in diese Wahrhaftigkeit. Und wir danken dir, dass du das gerne hörst und gerne tun wirst. Und wir ehren dich, wunderbarer Vater. Danke, danke, Heiliger Geist, du Geist der Heiligkeit. Danke, Jesus, unser Vorbild. Halleluja. Amen.